they told you. Can't go on like this. Red lips, a kiss, and you got me coming for you. Kiss a honey on me. Willkommen zu einem neuen Vlog. Siehst du, wie ihr das an meinen Schweißperlen erkennen könnt? Und an diesem tollen Hintergrund geht es uns gut. Wir sind hier gerade in einem Zug. Hier trifft man uns nicht ganz so oft an und es gibt auch Gründe dafür. Wir lieben es nämlich, flexibel zu sein. Und wer uns kennt, wir kommen gerne mal 3 Minuten zu spät. Und auch so ist es heute wieder einmal passiert. 10 Minuten, bevor der Zug losging, sind wir am Leipziger Hauptbahnhof am Parkhaus angekommen und bis in 6. Stock einfach keinen freien Parkplatz gefunden. Wir sind dann irgendwie die letzten 2 Minuten, so 46, waren wir dann irgendwie am Gleis durchgeschützt. Ich bin schon immer durch die verbotene Zone gefahren. Ja, und ja, jetzt sind wir auf alle Fälle hier. Wir sind auf dem Weg nach Mainz. Mainz, also erstmal nach Frankfurt, dann Mainz. Wir spielen heute beim Perukaville Club Circus. On Tour. On Tour. Show. Guten Abend. Guten Abend. Fast ist natürlich auch dabei. Markus, kannst du ein Moshpit hier drinnen mal im Zug? Wenn du das möchtest. Ja, ich wollte hier mal, das ist die Flagge, ich weiß nicht, was letztes Mal passiert ist. Wir waren übrigens das letzte Mal in der Wilden Zicke. Der Name sagt alles. Seitdem hast du dich nicht gewaschen. Das war ja richtig gräulich. Da lag alles auf dem Boden. Da lag Alkohol, Federn, Liquid, irgendwelches brennbares Benzin. Warum soll ich diese Flagge waschen? Das macht übelst viel Krach. Wir sind hier im Ruhebereich, nur noch mal so. Ja, dann musst du aber auch den Schnabel halten. Ja, da oben. Das ist ein bisschen sehr laut. Psst. Oh, jetzt ein Zoom-Objektiv. Ich schaff's auch immer wieder. Jedes Mal, wenn wir zum neuen Gig zu fahren, irgendwie neue Federn in meinen ganzen Taschen zu finden. Was für Federn denn? Ja, in der Wildzicke wird ja mit allen um sich geworfen, mit Federn. Nach 10 Minuten kommt der Gregor. Ist da den Federn auch noch Hühner dran? Nee, das wäre traurig. Nur die Knochen. 10 Minuten kommt der Gregor, das ist der Veranstalter, kommt auch immer schon an, fängt immer an, schön Spiritus auf den DJ-Pult zu verteilen. Zündet dann immer das DJ-Pult an. So sehen die Leiteffekte hier aus. Das sind die hochprofessionell. 21 Uhr. So Leute, wir checken ganz mal unser Hotel aus. Nee, vorher werden wir mal gucken, wollen wir irgendwas zu essen. Your next connection, RB10 to Kau, via Frankfurt Höchst. Wir reden mal Frankfurt Hauptbahnhof. Wir haben noch nie Frankfurt am Hauptbahnhof. 53 from Platform 23 and ICE 16. Aber die Frau, die quatscht mir die ganze Zeit dazwischen. Die ist übelst laut. So, na ja, gut, wir checken jetzt mal, ob wir was zu essen finden. Aber ich denke nicht. So, wir haben was zu essen gefunden. Ja, auch. Es gibt zweimal den veganen Reiswrap. Sehr schön. Und zweimal Ciabatta Tomate Mozzarella. Yam, 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 ich hab Hunger. Nee, da in die Richtung. Ja, aber rüber über die Straße, meinst du? Ach so, ja, wir müssen rüber. Aber es ist. Das hier vielleicht das blaue Flammarillienseins? Hast du vor uns gesagt, du hast, suchst deine Schlüssel? Meine Schlüssel? Ja, hängen die ach doch. Ach so, ja, ach, guck mal an, warte mal, ja, dann pack ich die gleich ein, ja, stimmt. Und Markus, das ist sogar noch dein Schiff hier fürs Auto. Und hier nicht wieder verlieren, ne? Nee, das ist jetzt nur um eins. So Leute, wir sind hier im Backstage angekommen. Ihr seht es auf alle Fälle. Der engste und der verrückteste Backstage. Was ist mit dir passiert? Ich wurde ein bisschen geschminkt, jetzt war ich noch ein bisschen auf meinen Einsatz. Aber wann geht's los? Gleich, oder? Ja, ich hoffe gleich. Habt ihr schon ein bisschen was gesoffen? Ja, schon im Hotel. Oh, Scheiße. Ey, die sind uns was voraus, die sind uns was voraus. Ja, wir machen jetzt die erste Mischung. Da hinten geht's ab, ich sehe schon. Ja, okay. Sophie, dein Job machst du wie immer sehr gut. Ja, was für. Ich hab was ganz Spezielles. Mach mal was Geiles. Ich mach mal. Bau mal. Wortwörtlich Geiles. Okay? Ja, jetzt, du machst einen Penis, das weiß ich jetzt schon. Guck mal, ich kann deine Gedanken lesen, ja? Das ist so. Ich trink mit, ja. Prost. Salute. Meine vierte Mische schon. So, das ist schon dein sechstes Glas, oder?
Das meine ich. Stelle, was ich will. Oder Basti, ich verstelle, was ich will. Du machst alles richtig. Markus, ich verstelle, was ich will. Basti, ich verstelle, was ich will. Indianer, ich verstelle, was ich will. Sophie, verstelle, was sie will. So Leute, next morning, ihr erkennt an meinen verschlafenen Augen. Seit 3 Minuten wach. Seit 3 Minuten wach. Eigentlich geht unser Zug erst in 2 Stunden. Was? Aber wir haben uns entschieden, jetzt doch 2 Stunden früher aufzustehen und rennen jetzt gerade zum Zug, weil nämlich spontan in 5 Minuten oder so noch ein Zug nach Leipzig gehen würde. Und genau den versuchen wir jetzt zu kriegen. Ich glaube, ich check gerade die Verbindung. Basti rennt schon mal vor. Da ist auch schon der, wie sag ich eigentlich immer, Flughafen. Das ist ein Bahnhof. Ja. Wir checken mal, ob jetzt unser Gleis ganz schnell kommt. Oh, es regnet. Scheiß drauf. Aber 2 Stunden früher in Leipzig ist auch nicht so schlecht. Markus, erzähl mal, wie läuft das mit der perfekten Frisur? Take 3. Take 3. Also, ich habe es gerade schon mal erklärt, in Zeitlupe. Und zwar muss ich meine Haare mal komplett einmal einbetonieren, sodass sie also ohne, wie sie jetzt längst sind. Na gut, ja, das ist schon ein bisschen was. Und du hast doch schon einmal am Kissen gewuselt, ne? Nee, das macht, ja, ich habe gerade noch schon mal durchgewuselt. Aber erstmal müssen die richtig so wie so eine Plastifrisur sein, dass es richtig einfach nur starr ist und dann so immer rumwuseln und dann sind sie geil und halten noch den ganzen Abend. Genau. Ende.